Hallo und herzlich willkommen im Monat November. Ihr habt es gesehen hier, schön, dass du dabei bist. Im letzten Monat haben wir wiederum nicht gerade Gewinn gemacht, aber wir nähern uns der ganzen Sache, denn die Gewächshäuser sind ja jetzt in Produktion und das ist so ein bisschen Vorlaufdenken. Ne? Wir haben also in diesem Jahr die Felder angelegt, die Maschinen gekauft, die Mitarbeiter eingestellt und optimiert, sodass wir hoffentlich jetzt langjährige wächst. Okay. Sodass wir jetzt hoffentlich die Früchte unserer Arbeit einfahren können, wollte ich sagen. Haben wir denn noch einen kleinen billigen Kurs, der unsere Mitarbeiter noch schneller macht? Schulungen. HR-Schulung. Methodenthemen. Bewerbungsverfahren. Wo du findest um 5% günstigere Arbeiter. Mhm. Die Generierung von festangestellten Arbeitern um 15%. Die Ausdauer um 20% für 5000. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt zumindest in den Wintermonaten nicht allzu viel ausgeben. So, wir haben wieder Kuhmilch verkauft. So, jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben, meine Theorie war, Kuhmilchsteigerung, das sehen wir hier, 1300. Seit wir dieser Dame nochmal Geld gegeben haben, um sich auszubilden, das hat sich wirklich gelohnt, muss man echt sagen. So, das ist fertig. Und jetzt ist nämlich der Fall eingetreten, den ich so nicht haben wollte. Hier können wir jetzt schon ernten. Hoffentlich ist er jetzt wieder der richtige. 4 von 5, 5 von 5. Okay, also Leute, noch was gelernt. Ich halte mal kurz an, um das zu erklären. Wir hatten ja immer, dass dieser Fahrzeugtyp sich hier einmischt. Und offenbar sucht das Spiel nur dann nach Skill aus, bei automatischer Belegung, wenn der Skill für das, was ich gerade tue, relevant ist. Das heißt, das Gewächshaus bepflanzen und alles mögliche tun, können die immer. Das können alle immer. Das bringt, da gibt es keinen besonderen Skill. Aber hier, beim Ernten, macht er das richtig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Erdbeeren kommen da raus. Ich hätte gerne, wie viel hätte ich denn gerne? Was kosten die im Moment? Verkaufen. Auf dem Markt Erdbeeren, damit sich das halbwegs lohnt, beim Preis von 15, naja, wenn wir so 2.500, 3.000 da rauskriegen wollen, ne? Was brauchen wir da? 250 Stück oder so? Oder 200? Das war schon viel. Keine Ahnung. Aber die sind jetzt maximal geskillt. Also da müsste ja jetzt einiges gehen, wie man so schön sagt. Wir sortieren die mal mit ein. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt geht's zum Lager. So, die Paprika wachsen noch. Die erholen sich jetzt. Eventuell müssen wir die irgendwann mal düngen. So, und die Frage ist dann, was machen die anderen Gewächshäuser? Sollen wir da auf Vielfalt setzen oder? Boah, 250. Und die sind auch nicht fertig. Oder wie? Guck mal, da gehen sie rein. Und dann haben sie eine Kiste dabei. Alter Schwede. Eventuell haben wir jetzt wirklich mal was richtig gemacht. Das wäre ja mal was. Das wäre ja mal völlig neu hier. Ja, die Frage ist, was nehmen wir jetzt als dritte Frucht? Also Himbeeren, eh klar. Aber die gehen wahrscheinlich gerade nicht. Tomaten. Obwohl, was ist denn? TK-Kirsche. Was will die tiefkühlen? Da kommt da wieder weniger raus. Hier, guck mal. Die Tiefkühl-Erdbeer bringt weniger. Vielleicht sollten wir erstmal alles fertig machen. Und dann, wenn wir jetzt den Vergleich haben zwischen Paprika und Erdbeere, dann sollten wir mal gucken, was da rumkommt. Also, wir verkaufen die Erdbeeren. Ich bin gespannt. Alle. 5.525. Puh, dringend benötigtes Geld. So.
Dann machen wir das noch fertig hier. Ist natürlich ja so ein bisschen nicht so, wie ich das geplant hatte. Ne? Wir wollten ja eigentlich sehr effizient arbeiten. Ist nicht effizient, wenn die Felder einfach nicht laufen. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Dann können wir hier gleich nochmal düngen vielleicht. Und dafür haben wir die eigene Miste. Und ja, noch eine Kuh verkaufen oder zwei. Fällt mir gerade ein, daran kannst du dich auch gelegen haben, dass wir so viel mehr Milch haben. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke. So, Erdbeeren scheinen auch relativ schnell nachzuwachsen. Das muss man auch noch berücksichtigen. Wie lange dauert das, bis die Pflanze reif ist? Und die Erdbeere scheint in der Tat schnell zu wachsen. Und zwar doppelt so schnell als die Paprika. Oder wie die Paprika. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal mit der... Eieiei, was man hier alles achten muss in dem Spiel. Oh, das macht Spaß, ich finde das toll. So. Hier wird gepflügt. Komm, dann gönnen wir uns den auch noch. Und dann können wir gleich schon wieder Erdbeeren ernten. Ja, und Paprika, also die müsste ja dann wirklich... Scheint ja wirklich nur halb so schnell zu sein. Interesting. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. So, was macht das Feld hier? Ah ja, Wetteralarm, Feuchtigkeit. Wir können auch nicht bewässern. Die Qualität des Bodens ist auch runter, weil wir jetzt im Winter sind. Vielleicht haben wir es schon wieder kaputt gemacht. Aber das sind ja Erkenntnisse, die können wir nur sammeln, indem wir auch wirklich spielen und probieren. Anders geht das nicht. So ein bisschen mehr Mitarbeiterschulung wäre vielleicht doch nicht schlecht. Naja, wir schauen mal. Erstmal gucken wir, ob das mit den Erdbeeren jetzt so bleibt. Dabei scheint ganz so, ne? Sie haben jetzt schon wieder die Paprika überholt. Interessant, interessant. So. Ja, und dann, was ich häufig in den Kommentaren auch lese, wollte ich nochmal drauf eingehen. Das ist auch nicht, ist gar nicht böse oder so, aber ich muss das immer mal wieder sagen. Das steht doch, da ist doch ganz offenkundig. Das ist so dieser Beifahrereffekt, ne? Du sitzt ja daneben und siehst das und kannst das in Ruhe lesen, kannst auch mal auf Pause drücken. Ich spreche, ich lese gleichzeitig, ich überlege auch gleichzeitig, was sage ich als nächstes, was sollen die hier machen oder wie wollen wir das weitermachen und so. Alle gleich zusammen. Und das ist halt, ja, keine Ahnung, nicht so einfach. Ja, keine Ahnung, nicht so einfach. So, Erdbeeren läuft. Paprika sind wirklich langsamer. Wir sind noch nicht fertig. Ansonsten packen wir noch ein bisschen Dünger drauf gleich. Düngern kann man sowieso immer, wenn das hier irgendwie unter so einem bestimmten Wert gefallen ist, oder? So. Und dann sind wir gleich im letzten Monat diesen Jahres. Da bin ich mal gespannt, ob im Winter die Gewächshäuser auch funktionieren. Denn das war ja so mein Versuch, uns ein bisschen über Wasser zu halten. Wir schauen mal. Monat. Das könnte der erste Monat werden, wo wir Gewinn machen. Bleibt spannend. So. Dann nehmen wir hier wieder unseren Mist. Dann können wir hier gleich schon wieder ernten. 27. Ja gut, da kommen jetzt wahrscheinlich die Mitarbeitergelder noch drauf. Aber, wie Sie sehen, wir sind hier gestartet. Und hier gelandet. Also vielleicht der erste Monat, wo wir ein bisschen Gewinn machen. Die Mitarbeiterhonorare sind schon drin. Ah gut, wir hatten diese beiden Kuhverkäufe, ne? Das wird natürlich ein bisschen was gebracht haben. Und wir haben natürlich jetzt weniger Milch wieder im Verkauf. Ist die Frage. Aber es scheint nicht nur an den beiden extra Kühen gelegen zu haben, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Geld rausholen. War ja eigentlich nicht Musik auch im Spiel? Sound? Ein ganz bisschen? So. Das ist ja wirklich ein bisschen zäh. Okay.
So, haben wir das gedüngt. Dann düngen wir das noch hier. Okay. Und jetzt kommt der Moment, wo der Hund das Wasser lässt. Na gut, wir müssen die beiden Kühe wieder rausnehmen. Ja, aus unserer Betrachtung. Naja, noch nicht. Noch nicht. Aber das alles, was er hier ist, kann man sich mal upfront kosten. Sollte also möglicherweise dann was bringen. Und dann haben wir ja da möglicherweise sogar die Option, Einpflanzen von Erdbeersetzling. 6000. Vor dem 1.4. Ja, wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen, weil, guck mal hier, die Erdbeeren sind schon wieder fast reif. Schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. So, dann machen wir hier schon mal Paprika dazu. Aber wir wollen ja fair sein, das müssen wir natürlich auch angucken. Wird dann vielleicht noch Kartoffeln oder so? Was können wir denn weiter verarbeiten? Lass uns das mal eben hier hin. So. Dann gucken wir mal. Verarbeitende Fabriken. Ist auch neu alles. Tiefkühl, ne? Da werden also für 42.000 können wir also so Früchten, Tiefkühlfrüchte machen. Aber wir haben ja schon gesehen, so wirklich bringen tut das ja jetzt nicht so viel. Dann haben wir hier eine kleine Milchverarbeitungsanlage. Wir werden Käse und an Käse. Oh nein, Vögel. Ach so, jetzt muss ich auch wieder hier mit der Zeit. Warte mal. Vogelscheuche. Was übrigens sehr doof gelöst ist, ist, dass der Garderol nicht angeschrien wird und ihm gesagt, dann drück doch einfach, lass doch einfach Shift gedrückt. So, fertig. Gut. So, hier ist reif. Die sind fertig. Das trifft sie hervorragend. Jetzt gucken wir mal, ob hier nochmal so viele Erdbeeren rauskommen. Wenn ja, dann würde ich sagen, los geht's. Würde ich fast sagen, wir gewinnen diese Wette hier. So, dann machen wir hier wohl zugange. Hier machen wir zugange. So, dann haben wir also, ja, Milch und Käse. Die Fleischerei machen wir nicht. Kleine Saftfabrik. Ah, wenn wir Obstgärten, haben wir auch noch nicht probiert. Tomatensaft können wir jetzt herstellen. Dann die Mühle zum Mahlen von Getreide, klar. Samenproduktion, das machen wir selber. Milchverarbeitungsbetrieb. Das ist dann aber ein großer. Da können wir wahrscheinlich 30 Leute einstellen und nicht 5 oder so. Na, wir schauen mal. Saftfabrik. Das ist alles nochmal in groß. Okay. Okay, wissen wir das auch? Langjährige Pflanze. Ja, ich denke, wir werden hier dann noch mehr Erdbeeren anpflanzen und dann vielleicht auf dem anderen Feld nochmal irgendwie 360. So, dann pflanzen wir hier mal Erdbeeren an. Auswählen. Erdbeeren, warte mal. So. Und hier. Ja, ich würde gerne Kartoffeln noch probieren. Oder Tomaten. Wenn wir da Saft draus machen oder so. Einfach mal um zu gucken. Weil die Paprika ist ja wirklich sehr, sehr langsam. Kann aber auch daran liegen, dass sie wirklich im Winter oder in dieser Jahreszeit jetzt gar nicht weiter wächst. Aber guck mal, die Erdbeeren. Ist schon wieder fast. Also, da bleiben wir demnächst am Ernten dran. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, Bienen habt ihr gesagt, kommt nichts mehr. Wir schauen mal, letzter Monat. Nee, siehst du? Noch nichts. Aber Blütenhonig hier nochmal. Instand und Welle weiß ich auch noch nicht genau, was damit gemeint sein soll, aber gut. So, warum passiert jetzt schon wieder nichts? Achso, ich muss das ja auch erst auswählen. Ansehen. Auswählen. Erdbeeren. Und let go. So, das Feld ruht immer noch. Das ruht immer noch.
Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn sie heißt Farmmanager 2018. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und dann schauen wir mal, ob die Paprika jetzt auch was bringen. Die Erdbeeren bringen ja jetzt nochmal, für die, die ganz am Ende dabei geblieben sind, werden natürlich wieder belohnt hier. Die Erdbeeren bringen nochmal 5056. Dir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Daumen hoch. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.